Morgen Reapers, hier schon mit einem weiteren Commentary für euch, meine Freunde, auf meinem eigenen Channel unterwegs, mal abwechslungsreich, früher war ich ja immer auf dem Clan-Channel, mal vertreten, mal hier, mal da, diesmal öfters auf meinem Channel, ihr seht schon, YouTube läuft bei mir, meine Freunde, mit 4 Videos, auf jeden Fall, falls der ein oder andere sich noch erinnern kann, bei 0 Videos hatte ich ja schon 1600 Abonnenten, ich weiß nicht, was da los war, auf jeden Fall, recht nette Geschichte hier, ne, und ihr seht auch schon im Hintergrund, Black Ops 2 mal wieder am Laufen. Yeah. Mal kein Minecraft. Ihr dachtet bestimmt schon, ja, jetzt kommt noch Minecraft. Nein, so ist es nicht. Ich werde abwechslungsreich bleiben. Mal Call of Duty, mal Minecraft, mal ein gewünschtes Let's Play. Ist alles noch in Bearbeitung, wird alles noch kommen. So, kommen wir zum Gameplay. Ist eine Solo 41er Runstreak in der ersten Halbzeit des Spiels mit der Skaha-Schalldämpfer. Perks, wie immer, ist Hardliner, kugelsichere Weste. Zähigkeit, was hat man da noch alles, Plünderer, genau, und die Taktikmaske, ja, ist nicht so das krasseste Gameplay schlechthin, aber ich denke, das kann man sich auf jeden Fall geben, aber scheiß mal jetzt darauf, kommen wir zum Thema, was ich für euch mitgebracht habe, meine Freunde, und zwar geht es um Ratten, wirkliche Spasten, keine Internet-Spasten, nein, die meine ich jetzt nicht, die immer ihre Fresse aufreißen und denken, sie wären's, nein, die meine ich nicht, ich meine die Real-Life-Spasten, und zwar spezifisch die, die einen Kumpel hängen lassen, wegen einer Freundin oder weil die jetzt keinen Bock auf eine Person haben, also auf angenommen, du, ja genau du, ich nehm dich jetzt als Beispiel, du, der jetzt tourt oder die, was auch immer, so, du schreibst jetzt mit einem Kumpel oder einer Freundin, was auch immer, du schreibst jetzt oder rufst den an, du sagst, hey Bruder, lass mal rausgehen, oder der meint dann jetzt so, ja, ich kann jetzt nicht, ich habe noch zu tun und wenn der Boss das sieht. Und ihr wisst ja, was ich meine, so eine Scheiße, so eine Kacke, ich habe keine Zeit. Und da denkt man sich ja, okay, ist gar kein Problem, ja, dann sieht man sich ja nochmal und dann geht man raus an die frische Luft, das ist das geile Wetter, 30 Grad fast, also die letzten Tage war 30 Grad, richtig chillig, Schwimmbad for the win. Aber mal abgesehen davon, jetzt geht man halt raus mit irgendeinem anderen Kumpel oder sowas und dann kommt dieses rattige Gefühl, man geht raus und sieht diese Person. Man sieht diese Person, wie sie entweder mit einem Mädchen oder mit einem anderen einfach abhängt, weil der jetzt sozusagen keinen Bock auf dich hatte. Richtig. Geile Aktion, geile Typen sind. Das sind die besten. Also, um das klarzustellen, bei mir war diese. Das war noch nie bei mir so der Fall. Niemals. Niemals. Meine Freunde kennen mich. Meine Freunde wissen, dass ich extrem reizbar bin. Das ist schon mal ein Punkt. Ich bin nicht reizbar, was Internet betrifft. Oder jetzt, wenn ich da und da ein paar Dislikes bekomme und mal weniger Aufrufe bekomme oder beziehungsweise zu wenige Likes, das bockt mich ein Scheiß. Das ist immer noch ein Hobby, es macht Bock. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und ein positives Feedback immer geil ist. Aber mal abgesehen davon, bin ich extrem reizbar, was Real Life betrifft, wenn jemand eine rattige Aktion vollführt, ne? Vollführt. Ach, wie auch immer. So. Sowas kann ich gar nicht abhaben. Das wissen auch meine Real-Life-Kollegen alle. Das ist no homo-style. Aber ich habe auch richtige Freunde, die sowas nie machen würden. Also, aber ich habe solche Storys schon so oft gehört, dass irgendwelche Ratten sowas machen. Das ist doch unglaublich. Welcher Mensch macht sowas? Ey, und wenn jetzt einer von euch da ist, der sowas macht, ey, bitte, bitte deabonnier mich. Verlass meinen Channel und fick dich ins Knie, du Eidex, Alter. Keiner mag so Leute. Niemand. Das sind richtige Spasten. Die haben auf meinem Channel nichts verloren. Und generell auf YouTube nichts verloren. Die haben in ihrem Leben nichts verloren. Ihr habt nicht mal diese Freunde verdient. Egal, ob ihr sie nicht mögt oder was weiß ich. Man kann doch nicht so harratig sein und lügen. Und zum Beispiel sagen, ey, ich hab gar keine Zeit und so ein Scheiß. Dann sagt, ja Digga, ich hab schon was anderes vor. Fertig. Sache geregelt. Auch wenn es ein bisschen dann asozialer gegenüber dem Kumpel erscheint, der muss es verkraften, dann hat er halt Pech gehabt. Aber wenn man dann lügt und die Person draußen sieht, dann kann man doch nur ein Raster bekommen. Ey, Mann! Boah, da muss man sich wieder abregen. Das sind doch so hängen gebliebene Leute. Ich gebe euch einen Real-Life-Tipp, meine Freunde. Bleibt immer real. Seid immer ehrlich. Ich bin wirklich immer so gut. Ich kann ehrlich zu meinen Freunden auf jeden Fall immer. Zu anderen Leuten, die ihr überhaupt nicht leiden könnt. Scheiß drauf, könnt ihr lügen, wie ihr wollt. Das bockt mich nicht. Aber seid verdammt nochmal zu euren Freunden ehrlich, Alter. Und wenn ihr keinen Bock auf die habt, dann sagt einfach, ich habe was Besseres vor. Oder macht dann auch was Besseres. Ne? Dann sagt es denen auch. Dann hört auf zu lügen, bleib doch mal real, Alter. Weil wenn er dich dann draußen erwischt, wie du dann draußen bist, wie du dann unterwegs bist, dann kann er nichts sagen. Dann weiß er schon, weißt du? Ja, weiterhin aufregen braucht man sich darüber nicht. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es ist rattige Aktion. Falls irgendein Spaß hier da draußen ist, der mich hört, der so rattig ist, fick dich.
Du Arschloch. Fertig. So. Ein bisschen Real Talk war jetzt hier an der Stelle mal wieder dabei. Lange kein Commentary mehr gemacht, in dem Sinne so ein Themen-Commentary. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich verabschiede mich von euch. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Haut rein.